Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, wir sind hier gerade ein bisschen am Experimentieren und versuchen diese Deep Learning Ding zu machen. Und mich würde jetzt interessieren, ob ich noch einen anderen Weg habe, Obsidian zu machen, wie den bisherigen. Bis jetzt habe ich es ja immer wie gemacht. Crust Obsidian, ne? Ich brauche eigentlich irgendwas Direktes. Hier, Lava mit Wasser und das hat dann natürlich Obsidian ergeben. Ich will halt gucken, ob ich vielleicht einen anderen Weg auch haben kann, mit dem ich das erzeugen kann. Diese Resource Hawks hören sich ja mega interessant an. Deswegen wollte ich mir die gerne anschauen. Ich kann Lava und Wasser in das Ding hier reingeben. Das geht. Also ich kann rein theoretisch, ja, machen wir hier wieder Platz, Sachen dabei, die unnötig sind, aber wenn das funktioniert, wird's geil. Buckets. Rein theoretisch, ich müsste halt wahrscheinlich das noch mal kurz umdrehen. Die beiden abbauen, die Dinger. Und dann. Den hier einsetzen. Dafür so reinschmeißen. Oh shit. Das war falsch. Warum ich im Wasser dabei? Ja, das war ungeplant und irgendwie zieht sich das Wasser nicht zurück. Zieh dich zurück, du blöde Lava. Ist das, weil in dem Kabel Lava ist und dadurch verbreitet sich das weiter? Hier ist Lava drin, aber ich muss doch hier irgendwie rein, theoretisch auch Lava reinkriegen können, oder geht das eher weniger? Nicht schon wieder. Ich mach den Fehler immer und immer wieder, ne? Dann brauchen wir halt einen Cauldron. Ich hab doch hier einen. Ist halt so ein bisschen unhandlich, finde ich, das so zu machen. Yay, ich hab wieder ein Bucket gemacht. Zwei davon, Sonnen. Wasser. Ich könnte es wahrscheinlich auch genauso aus, einen der Wasser bringt, einen der Lava bringt und dann laufen lassen. Das werde ich vielleicht in Zukunft auch machen. Das wäre, glaube ich, gar nicht so doof. Aber ich brauche jetzt gerade das nur eigentlich für diese Sheets da. Die es da ja gibt. Also daher sollte der Weg fürs Erste reichen. So. Jetzt haben wir 10 davon und rein theoretisch können wir doch jetzt den Simu. Simulator. Dann brauchen wir das.
das hier? Ich habe davon noch ein bisschen was. Magst du nur gesagt haben? Also ich habe keinen von denen. Das Flaggezahn ist gleich gar nicht doof. So. So. Endepilz habe ich auch keine. Ja, klar, ich kann das wieder alles irgendwie herstellen. Das ist supi. Was ist denn? Statue Loot. Statue Loot. Functional Enderman Statue. Sound Enderman Statue. Decorative. Statue Core. Okay. Player Simulation. Simulates Player Actions. Okay. Davon kann ich ja wenigstens ein paar machen, oder? Yes. Schön. Also fehlt mir aktuell noch der Block und noch eine Enderpearl. In der Zwischenzeit gebracht ein bisschen was. So, dann haben wir noch ein paar mehr dran jetzt. Das sieht einfach noch. Sieht. Jetzt habe ich auch ein paar Case. Schlecht, so. Das mit der Lava hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Gut. Ich will mir das Hodge trotzdem noch anschauen. Hodge. Also du brauchst nicht immer. Bucket of Mud. Dirt, eine Ender Carrot. Permanent stackable jump increase for your horse. Okay. Wahrscheinlich kommt drauf an, was du willst wahrscheinlich. Sag ich will Steel, dann brauche ich Steel Powder, ein Wasserbucket und Dirt, okay. Obsidian. Auch die Refined Obsidian, okay. Und das macht man jetzt wie? Ein Obsidian Compressor, oder was? Ein Crusher. Refined Obsidian Dust. Crushed Obsidian mit Diamant verbessert wird zu Refined Obsidian. Redstone Bucket, den könnte man sogar easy machen. Brauche ich nur Seeds auf Pick wahrscheinlich. Wenn es cool ist, haben die das. Mushroom, Ocelot Parrot, Stunky, Beetroot, Chicken, Cow, Rabbit, Polar Bear, Pick Seeds. Raw Corn. Und wenn ich mich nicht irre, habe ich davon ganz viel gemacht. Raw Corn, das ist doch mit was. Horse, Donkey, Mushroom, Pixies.
4 Stück, das sind doch perfekte Voraussetzungen. Stimmt, ich habe jetzt die Kühe auch, was denn das? Das sind die Magic Beans. Olive Center. Und die 18 Liter so? Nee. Lettuce Seeds, okay. Und jetzt brauche ich Fans. Ja, man sollte Fans schreiben können, ne? Das wäre dann so ein geringer Vorteil. Ich tue das einfach hier in die Ecke rein, bitte. Ich will erstmal schauen, was da passiert. So viel Plan hier nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch null Plan, was da draus passiert. Bedeutet, wir brauchen jetzt Bones. Was brauchen wir davon auf jeden Fall? Zack. Ich kann unten die Produktion noch weitergehen. Hallo. Ah, shit, das ist nicht so sorg. Stone. Bedeutet, wenn ich dem jetzt hier Stone rein tue, cannot dick hier stand da. Entschuldigung, bleib hier. Ich will dich untersuchen. Oder braucht der Untergrund sozusagen? Geh mal weg. Stone. Ich weiß es ja nicht. Was dieses Zauberwort ist, ja die Frage. Wir tun jetzt hier mal ein bisschen was mit Stone machen. Vielleicht verwandelt es dann den Boden auch in Stone. Dann kriegen die aber eine große Oberfläche. Cannot build here while too young. Okay. Bedeutet, ich kann mir bestimmt auch ein Iron Hawk machen. Ob ich kein Pulverized Iron hätte. Holla die Waldfee, das soll ich nicht haben. Wenn es funktioniert, dann kriegen die nicht hier ein riesiges Feld mit Stein und allem drum und dran. Und dann mache ich das Bauwiese. Die ich immer wieder farmen kann. Das wäre mega geil. Oder wirklich einen Roboter durchschickt, der dann sozusagen immer wieder die Farm abfährt nach einer bestimmten Cooldown-Zeit. Und das macht, Crushed Iron kann ich ja wahrscheinlich im Crusher, habe ich da bestimmt hier einen, oder? Alle vorne ist Manufacturer. Dann brauche ich ein bisschen Iron. 18 Iron Blocks. Also jetzt aber Pulverized Iron. Im System, ich glaube die Dinger sind wieder gestackt, da muss ich noch ein Stack Upgrade angeblich rein tun, dann geht das nicht, denn Stack Upgrade. Da sind aber Stack Upgrades drin, oder muss ich das reduziert da rein tun? Oh,
jetzt schon nicht so viel drin. Und hier ist es so, hier brauche ich die Bone Blocks für, bedeutet, ich muss noch bauen. Ah, das nicht ausgewählt gehabt. Bauen. Blocks. Das braucht eine Zeit, bis der das durchkriegt. So. Dann sollten wir auf jeden Fall was auf Lager haben. Ah, jetzt scheißen wir da doch. Das waren jetzt alle. Fürs Erste. Und dann kriegt der jetzt Nachschub. Das ist der Importer. Der kriegt ein Double Stack Upgrade rein. Das ist der Bump voll. Und kann ordentlich was machen. Und das ist wieder genau dasselbe Prinzip wie davor. Das ist jetzt stickweise rein. Irgendwas verstehe ich da gleich noch falsch. Ich wollte eigentlich auch den Packager machen. Hier tut er brav. Was ist das hier, was jetzt hier zum Beispiel wächst? XL Grew Food Mod Corn Seeds mache ich da. Genau. Schauen wir uns mal den Packager an. Packager, der braucht Light Blue Dye, zwei Workbenches, zwei Furnaces. Was heißt davon? Keine Workbenches zum Beispiel. Die kann ich auch so bauen, wenn ich mich nicht irre, dann reicht es doch. Und dann zack, zack. Schauen wir uns mal schnell an. Der Package, das Zeug, okay. Du schmeißt da rein, da hinten schmeißt das raus. Und fängt einfach fürs Interesse, wir haben doch eh wieder tonnenweise von dem drin. Wenn ich jetzt das nehme. Aber da bräuchte ich erstmal einen Stromanschluss. Energy. Gablos. Always on. Iron. Okay. Der macht es auf jeden Fall effektiver, wie es ausschaut. So. So, jetzt haben wir 64 Stacks davon. Jetzt können wir wieder ein bisschen Eisen produzieren. Dann hätte ich aber gerne ein paar von den Bessens wieder. Weil, also, auch wenn das andere natürlich cool ist, dass du es gleich in Iron Ingots hast, aber ich weiß es nicht, sozusagen raussaugt. Wahrscheinlich geht das einfach nicht oder so. Jetzt ist ja schön, aber geht nicht. So, jetzt haben wir wahrscheinlich tonnenweise Eisen hier drin. Ja, der ist direkt relativ voll. Wenn ich mir das so anschaue, vielleicht wird auch die Smelter pump voll sein. Ingots, Blocks. Jetzt gehen wir auf Blockhöhe und da sind ja noch einige, die anfangen müssen. Sieben Blocks.
Ja, müssen wir eigentlich eine Area machen, ne? Der ist nicht schlecht. Ich habe noch Iron Ember dabei. Wieso habe ich denn noch Iron Ember dabei? Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.